ich bin Steve Martino, Regisseur von The Peanuts, der Film. Heute ist Drawing Woodstock Tag. Also zeige ich euch jetzt, wie man eine unserer liebsten Peanuts-Figuren zeichnet. Woodstock. Das Geheimnis dabei sind lange, gleichmäßige Striche. Ich beginne erst mit der obersten Feder, die bis zu seinem Schnabel reicht. Vergesst nicht, Woodstock hat einen sehr großen Kopf. Er ist zweimal so groß wie sein Körper. Und nicht zu vorsichtig sein mit dem Stift, seid mutig, so wie Woodstock. Die Proportionen sind entscheidend. Kopf und Federn machen die Hälfte von Woodstock aus. Körper, Flügel und Füße die andere Hälfte. Dann ist da noch sein kleiner Schwanz. Ein paar Linien für die Augen. Und als letztes und wichtigstes Woodstocks großartiges Lächeln. Und so malt man Woodstock. Wir freuen uns auf eure Zeichnungen. Teilt eure Bilder unter Hashtag DrawWoodstock, damit wir sie finden. Und wenn ihr die ganze Peanuts-Bande sehen wollt, seht euch den Film an. Ab 24. Dezember überall im Kino.